Der Garten Eden. Der Mythos vom Paradies auf Erden begegnet uns in allen großen Kulturen in der Geschichte der Menschheit. Dieser Mythos handelt von Verführung, vom Zorn Gottes und vom verlorenen Paradies. Doch ist es wirklich nur eine Legende? Gibt es Beweise dafür, dass an den großen Geschichten der Bibel doch etwas Wahres sein könnte? Gab es wirklich jemals einen Ort wie den Garten Eden? Die Suche nach dem Garten Eden führt in ein trockenes, trostloses Land, nach Mesopotamien. Im Gebiet des heutigen Irak entstanden einst die ersten Hochkulturen in der Geschichte der Menschheit. Drei der größten Zivilisationen der Antike erlebten hier ihre Blütezeit: Babylonien, Assyrien und Sumer. In ihren Ruinen suchten Gläubige seit Jahrhunderten nach Antworten auf die tiefgründigsten Rätsel der Bibel, während Archäologen dieses Gebiet nach geschichtlich belegbaren Grundsteinen für den Glauben durchkämmten. Die Suche nach dem Garten Eden bedeutet eine Reise in die Vergangenheit. Zunächst nach Babylonien, der jüngsten der untergegangenen Kulturen. Dann weiter zurück in die Geschichte, zu den Assyrern, den Meistern der Kriegsführung. Und zum Schluss zu einem Punkt in der Vergangenheit, der so weit zurückliegt, dass nur Eden ihm vorangegangen sein kann, nach Sumer, zur Schöpfung der Zivilisation selbst. Von Ägypten bis zum Persischen Golf spannte sich ein fruchtbarer Bogen. Mehr als 6000 Jahre lang war dieses zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris eingebettete Land die Wiege der ersten großen Zivilisationen. Die Griechen nannten es Mesopotamien. Heute kennt man dieses Land unter dem Namen Irak. Dieser Landstrich ist die Geburtsstätte unserer ältesten Mythen, der Stoff für die Wurzeln des Glaubens. Die westliche Grenze Mesopotamiens liegt im heutigen Israel. 1947 sollte eine zufällige Entdeckung die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Archäologie und auf die Bibel lenken. Damals trieben zwei Beduinenhirten eine Ziegenherde entlang der Klippen von Qumran, einige Meilen östlich von Jerusalem. Mitten in der ausgedörrten Wüste entdeckten sie eine kleine, von einem steinigen Hang verdeckte Höhle. Neugierig geworden, kletterte einer der beiden hoch, in der Hoffnung, alte und kostbare Gegenstände zu finden, was in diesem Gebiet öfter vorkommt. In der Höhle entdeckte der Hirte die Trümmer von uralten Tontöpfen, lederne Schriftrollenfragmente und einige Papyrusblätter, alle unberührt seit der Zeit Christi. Diese Schriften einer obskuren jüdischen Sekte, genannt die Essener, sollten eines Tages in der ganzen Welt als die Schriftrollen vom Toten Meer Berühmtheit erlangen. In den umliegenden Höhlen wurden schließlich hunderte alter Schriftrollen ausgegraben. Eine davon entpuppte sich als die früheste bekannte Version des Alten Testaments, einschließlich der äußerst wichtigen ersten fünf Bücher, den Juden bekannt als die Tora.
Die Schriftrollen vom Toten Meer versetzten die internationale Fachwelt in Aufruhr. Gelehrte und Theologen kämpften um deren Besitz und deren Deutung. Die Sensation war perfekt. Man sah darin einen der bedeutendsten archäologischen Funde aller Zeiten. Für die Juden sind sie so wertvoll, weil sie jüdischen Ursprungs sind. Sie stammen aus einer äußerst wichtigen Epoche der jüdischen Geschichte. Und für die Christen sind sie so bedeutend, weil sie aus einer Zeit von Johannes dem Täufer und Jesus Christus stammen. Deswegen liefern sie wertvolle Informationen. Aber fast wichtiger ist die starke emotionale Beziehung zu dieser Bibliothek. Die Bibel war schon immer ein Buch, für das es zwei Sichtweisen gab, die heilige und die historische. Traditionellerweise wurde die Tora mit der Hand geschrieben. Die Worte werden laut gelesen, während der Schriftgelehrte sie niederschreibt. So werden sie zum lebenden Gebet. Und jede Tora gilt in dem Moment als heilig, wo sie geschrieben ist. Doch die historische Genauigkeit der Bibel war nie einfach zu belegen. Die Bemühungen dauern bis zum heutigen Tag an. Einige der Bücher aus der Bibel sind exzellente historische Werke. Sie sind tatsächlich die ersten Geschichtsbücher, die wir haben. Und dabei ziemlich genau, weil wir Kreuzverweise aus anderen Quellen haben, die sich wiederum meist als äußerst präzise erweisen. Also sind sie sehr wichtig. Die Entdeckung der Schriften vom Toten Meer war das spektakulärste Ereignis der biblischen Archäologie, doch sie war bestimmt nicht das erste. Das Bedürfnis, biblische Geschichte zu erforschen, blickt auf eine alte Tradition zurück. Es ist eine Suche, die im Heiligen Land begann und die bis nach Mesopotamien führen sollte. Im Lauf der Geschichte fühlten sich Kreuzfahrer, Mystiker und Gläubige immer wieder zu den Orten hingezogen, wo die großen Ereignisse der Bibel stattgefunden haben. Doch mit Beginn des 19. Jahrhunderts suchte eine neue Art von Pilgern ihren Glauben an die Bibel zu bestärken. Sie bedienten sich dabei einer Wissenschaft, die noch in den Kinderschuhen steckte, der Archäologie. Zuerst wollten die biblischen Archäologen die Orte ausfindig machen, die an den wichtigen Stellen in der Bibel beschrieben werden, um zu sehen, ob sie irgendwelche Hinweise auf diese Erzählungen enthalten. Also etwa alte Keramiken, alte Stadtmauern oder alte Waffen zur Illustration der biblischen Geschichten, die ihnen allen von Kindesbeinen an vertraut waren. Angespornt durch erste aufregende Funde eilten Gelehrte aus aller Welt herbei, um in einer Art von biblischem Goldrausch ihre Claims abzustecken. Rivalisierende britische, deutsche und französische Archäologen fielen über das Heilige Land her. Es waren theologische Detektive, die für Gott und Vaterland gruben. Das Prestige jeder europäischen Nation im Heiligen Land wurde am Wert der biblischen Entdeckungen gemessen. Eine der heftigsten diplomatischen und politischen Schlachten in der Geschichte der biblischen Archäologie war die Entdeckung des berühmten Steins von Moab. 1868, tief im Lande Moab, stießen Beduinen des Bani Hamidi-Stammes auf eine geheimnisvolle Tontafel, die in der Wüste vergraben lag. Den Beduinen waren antike Funde in dieser Gegend nicht fremd und sie wussten auch, was sie Europäern wert waren. Der erste Europäer, der von diesem merkwürdigen schwarzen Stein zu hören bekam, war Pfarrer Friedrich Augustus Klein. Er machte sich sofort auf den Weg durch ein von Banditen beherrschtes Ödland. Ein paar Beduinenführer waren seine einzige Begleitung. Klein war kein Archäologe, sondern Missionar. Aber als er die eigenartige Inschrift im Basalt erstmals erblickte, fühlte er, dass die schwarze Tafel möglicherweise seinen innersten Glauben bestätigen könnte. Er untersuchte den Stein und machte einen groben Abdruck der Inschrift. Sie war in einer Sprache verfasst, die Klein unbekannt war. Wieder in Jerusalem suchte er Hilfe bei der Entzifferung des Steines. Als sich die Nachricht über den Fund verbreitete, versetzte sie die Straßen und Basare in helle Aufregung.
Die Schriftzeichen auf dem Stein erwiesen sich als der Bericht eines moabitischen Königs über eine Schlacht, die auch in der Bibel beschrieben ist. Zum ersten Mal existierte eine in Stein gemeißelte Bestätigung einer Erzählung aus der Bibel. Für die Gläubigen war das der Beweis, den sie gesucht hatten, ein konkreter Nachweis für die historische Genauigkeit der Bibel. Viele versuchten, den Stein zu kaufen, aber die Beduinen hatten guten Grund, misstrauisch zu sein. In der Annahme, dass etwas, das die Europäer so stark begehrten, Gold enthalten musste, versuchten sie, den Stein zu sprengen, indem sie ihn ins Feuer kippten. Als die Flammen den Stein erhitzten, gossen sie Wasser darüber, immer und immer wieder, bis er letztlich auseinanderbrach. Sie hatten kein Gold gefunden und der Stein war zerstört. Die erste archäologische Bestätigung einer biblischen Geschichte, der erste historische Beweis, der jemals im Heiligen Land gefunden wurde, war zertrümmert. Der Verlust des Steins war niederschmetternd, doch er bedeutete kein Ende der biblischen Schatzsuche. Jetzt galt die Bibel als ein historisches Dokument und zeigte den Weg in die Vergangenheit zurück bis zu einer Zivilisation, die vor mehr als 2500 Jahren ihre Blütezeit erlebt hatte. Zu einem großen Reich, das von Babylon aus beherrscht wurde, bis zu dem Augenblick, an dem die Bibel selbst entstanden war. Man schreibt das Jahr 586 vor Christus. Die Armeen von Nebukadnezar, dem König von Babylonien, fallen mit aller Gewalt über Jerusalem her. Ein blutiger Eroberungsfeldzug beginnt. Das spätere Imperium der Römer ist zu diesem Zeitpunkt noch eine Provinz. Es ist eine finstere Zeit in der Geschichte des Judentums, während der grimmige Stern Babyloniens aufgeht. Die Bibel beschreibt den Angriff der Babylonier, Häuser werden geplündert, König Salomos Tempel wird in Brand gesteckt und die Stadt vollkommen zerstört. Zehntausend israelitische Gefangene, Prinzen, Soldaten, Handwerker und Schreiber werden in Ketten nach Babylonien geführt. Die Israeliten wandern entlang uralter Handelsstraßen mehr als 800 Kilometer durch die Wüste, quer durch das heutige Jordanien, Syrien und den Irak in Richtung Babylonien. In Psalm 137 beklagen die Israeliten: An den Flüssen von Babel saßen wir und weinten, da wir Zions gedachten. Wie sollten wir singen ein Lied des Herrn im Lande der Fremden? Erschöpft und gebrochen trafen die Israeliten in Babylon ein. Der bescheidenen Stadt Jerusalem entrissen, erblickten sie die majestätische Hauptstadt und waren beeindruckt von deren Größe und dem herrschenden Getümmel. Aber irgendwie schafften es die Israeliten, nicht nur das Lied des Herrn in diesem fremden Land zu singen, sie schrieben es auch nieder. Wenn man mündliche Überlieferungen niederschreibt, gibt man ihnen eine Form. In dem Moment hat man einen Text aufgesetzt, den Menschen entweder kritisieren können oder sie können behaupten, das ist die Wahrheit, alles andere ist falsch. Ich glaube, das war der wichtigste Effekt, als die Bibel niedergeschrieben wurde. Heutzutage prangt der Name Saddam Hussein auf den wiedererrichteten Mauern rund um Babylon. Aber einst trugen die Steine einen anderen Namen, den des Königs Nebukadnezar. Es war das Land zahlreicher Götter und heidnischer Götzen, ein ungewöhnlicher Geburtsort für einen der heiligsten Texte der Welt. Doch gerade die große Vielfalt Babyloniens schuf das perfekte Klima dafür. Also begegneten sie diesem kosmopolitischen Umfeld. Selbst die gebildetsten und belesensten unter ihnen wurden regelrecht mit direktem Kontakt zu anderen Menschen bombardiert. Und ich betone anderen Menschen. Die Israeliten fanden sich in einem Schmelztiegel verschiedener Rassen und Sprachen wieder unter widerstreitenden Göttern und fremdartigen Dämonen. Wehe, wehe, du große Stadt!
wird die Offenbarung des Johannes verkünden, in Linnen und Purpur und Scharlach gehüllt, überladen mit Gold und Edelgestein und Perlen. Behausung der Dämonen, Schlupfwinkel für allerlei unreine Geister, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Doch trotz oder vielleicht gerade wegen all dieser Gräuel war hier der Ort, wo die Bibel niedergeschrieben wurde. Hier arbeiteten hebräische Schriftgelehrte verzweifelt daran, die jüdische Identität zu bewahren. Über drei Generationen der Gefangenschaft hinweg fügten die Schriftgelehrten die mündlichen Überlieferungen, neue Schriften und die heiligen Texte Israels zusammen. Glücklicherweise waren die Babylonier ziemlich liberal. Sie erlaubten ihnen, ihre eigene Kultur und ihre Religion zu behalten und die eigenen Bücher zu studieren. Das ist es, was die Bibel bis zum heutigen Tag erhalten hat. Doch während die Bücher der Bibel im Exil zusammengetragen wurden, übte die babylonische Kultur einen tiefgreifenden Einfluss auf die Arbeit der israelitischen Schriftgelehrten aus. Ich vermute, viele von denen, die ins Exil mussten, waren sehr belesene Menschen. Und Schriftgelehrte redeten mit Schriftgelehrten. Ich bin mir sicher, dass viele Informationen auf diese Art weitergegeben wurden. Ein reger Austausch von Ideen und Wissen. Ich würde sagen, es war überwältigend. Nach und nach spiegelte die Bibel Geschichten und Traditionen aus Babylon und auch aus früheren Hochkulturen Mesopotamiens wider. Die Israeliten konnten nur schwerlich die florierende Kultur und die großen Bauten Babylons ignorieren. Die Tempel dieser Stadt zählten zu den mächtigsten Konstruktionen der Antike. Big public buildings, große öffentliche Gebäude. Die zeremonielle Promenade, Nebukadnezars Palast mit seinen legendären hängenden Gärten, die Palmen und der Fluss. Wäre man durch das Tor von Ishtar gegangen, wäre man sich wie ein Zwerg vorgekommen. Und das war auch die Absicht. Man spürte die Gegenwart von etwas Mächtigem. Doch ringsherum war die Stadt, die Menschen, das einfache Volk, die engen, gewundenen Gassen, die vielen Zeilen kleiner Läden, die schreienden Esel, die herumeilenden Menschenmengen, kleine, eng aneinander liegende Unterkünfte, alles erfüllt von Leben. Und hier, so erzählt es die Bibel, ragte einst eines der ungewöhnlichsten Monumente der Antike gen Himmel, der Turm zu Babel. Lange Zeit hofften Abenteurer und Pilger, dass der Fund des berühmten Turms endgültig die Wahrheit der biblischen Geschichten bestätigen würde. Einer der Suchenden, dem dies versagt blieb, schrieb: Kein Mensch wagt in die Nähe des Turms zu gehen, denn hier ist nur Wüste, voller Drachen und großer Schlangen und voll anderer giftiger Bestien. Reisende aus dem Mittelalter behaupteten, den Turm gefunden zu haben. Dieses spiralförmige Minarett steht heute noch im Nordirak. Aber sie hatten sich geirrt. Dieser Turm wurde 1500 Jahre zu spät gebaut und lag weit entfernt von den Mauern Babylons. Die vielleicht interessanteste Theorie lieferte Robert Koldewey, ein deutscher Archäologe. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte er einen rechteckigen Graben, in dem nur noch einige uralte Backsteine übrig geblieben waren. Einige Experten glauben, dass Koldewey die letzten Überbleibsel des berühmten Turms gefunden hat. Die mächtigen Bauten Babyloniens hinterließen einen starken Eindruck auf die biblischen Schreiber. Aber ihr Vermächtnis, das bis zum heutigen Tag überlebt hat, ist eine Erfindung, die noch immer beeindruckt: die Gesetzgebung. Babylonien war die erste Zivilisation auf Erden, die ein geschriebenes Gesetzbuch hatte. Der mit Inschriften versehene Originalstein schien über hunderte von Jahren verloren. Im späten 19. Jahrhundert tauchte er wieder auf. Ein Stein, in den eines der wichtigsten juristischen Dokumente aller Zeiten eingemeißelt wurde. 1200 Jahre bevor die Israeliten gefangen genommen wurden, ließ ein babylonischer König in diesen Stein die Gesetze einmeißeln, die seinen Namen tragen. Der Codex Hammurabis.
In Gesellschaften, wo Wissen und Gesetze mündlich weitergegeben und gehandhabt werden, ist der Präzedenzfall von größter Bedeutung. Als sie aber schriftlich festgehalten wurden, bekamen die Menschen, die sie niederschrieben, eine immense Macht. Der Kodex des Hammurabi hat nahezu jede Zivilisation seit Babylonien beeinflusst. Manche seiner Methoden der Urteilssprechung haben sich bis zum heutigen Tag gehalten. Hammurabi beschrieb ein Ritual, das die Löffelprobe genannt wurde. Eine schmerzhafte, manchmal sogar tödliche Prüfung von Schuld oder Unschuld. In manchen Beduinenstämmen wird diese archaische Methode ähnlich wie zu Lebzeiten Hammurabis noch heute angewendet. In diesem Filmausschnitt wird ein Heiliger, genannt Mubashi, über die Beschuldigten urteilen. Er untersucht ihre Zunge, nachdem sie an einem glühend heißen Eisenlöffel geleckt haben. Diese Männer wurden des Diebstahls beschuldigt. Sie müssen sich der Prüfung unterziehen oder werden wegen Verweigerung für schuldig befunden. Die Familienmitglieder sehen besorgt zu, als die jungen Männer sich auf das schmerzvolle Ritual vorbereiten. Das Wasser lindert den Schmerz nicht. Es soll den Trinkenden lediglich reinigen und ihn für das Urteil vorbereiten. Zuerst betet der Heilige, dann prüft er die versenkten Zungen nach einem Zeichen Gottes. Allein der Mubashi bestimmt über Schuld oder Unschuld und damit über das Schicksal der Männer. Das Urteil wird gesprochen. Ein Mann wird zur großen Erleichterung seiner Familie für unschuldig befunden. Der andere hat weniger Glück. Als Schuldiger wird er einen hohen Preis für sein Verbrechen zahlen müssen. Die Löffelprobe ist ein archaisches Vermächtnis des Hammurabi. Doch seine Gesetze wirken auch auf andere Art bis in die Gegenwart, durch die Bibel. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Die 10 Gebote. Sie sind der Grundstein des biblischen Gesetzes und dennoch nur der Anfang einer komplexen Reihe von Kodizes und Vorschriften, die wesentlich für das Alte Testament sind. Und aus diesen Gesetzen spricht noch immer die Stimme Hammurabis. Hammurabi hat nicht viele Neuerungen eingeführt. Er ließ nur die Gesetze niederschreiben, die durch Präzedenzfälle schon über hunderte, wenn nicht tausende von Jahren in Kraft waren. Auge um Auge, Zahn um Zahn und ähnliche Prinzipien, wovon viele noch heute in der Gesetzgebung kodifiziert sind. Aber das Babylonien, das die Bibel und ihre Gesetze formte, hatte seine Wurzeln in einer noch früheren Zivilisation. Eine Hochkultur, die ihren Gipfel 7 Jahrhunderte vor Christus erreichte. Das kriegerische Reich Assyrien. Ein Ort, den die Bibel ein Land getränkt in Blut nannte. Die Assyrer führten eine gewaltige Armee, die einst die antike Welt überrollte. In der Bibel sind sie das Wahrzeichen für blutige Tyrannei und gnadenlose Unterdrückung. Hundert Jahre bevor Nebukadnezar die Israeliten nach Babylonien in die Gefangenschaft führte, beschreibt die Bibel den Angriff des assyrischen Königs Sanherib auf das Gebiet der Israeliten. Im Buch der Könige heißt es: Seht, die Könige von Assyrien haben die Völker verheert und ihr Land. Sie vernichtet und im Staub beim Dreschen gleichgemacht. Die Assyrer wurden von despotischen Königen beherrscht. Sie glaubten an die absolute Macht. Nun heißt aber absolute Macht Kontrolle. Und absolute Macht wird fast immer durch militärische Effizienz und Stärke aufrechterhalten.
Die Assyrer entwickelten eine unwahrscheinlich mächtige und effiziente Kriegsmaschinerie. Auf den Mauern der assyrischen Königspaläste waren die Chroniken ihrer Feldzüge in hochtrabenden Worten niedergeschrieben. Wenn die Assyrer zum Beispiel eine Stadt einnahmen, dann stapelten sie die Köpfe der führenden Bürger außerhalb des Tores auf. Oder sie nahmen den König der Stadt, häuteten ihn bei lebendigem Leibe und nagelten die Haut an die Mauer. Aber alle taten das. Assyrische Macht, symbolisiert durch die königliche Löwenjagd, lag in den Händen gnadenloser Kriegerkönige. Sogar die Bibel ringt sich widerwillige Bewunderung ab. Seht, die Assyrer, die Stämme, die unter ihrem Schatten inmitten der Völker gesessen hatten. Während die Stadt Rom noch in den Windeln lag, war Assyrien das mächtigste Reich der Welt. Mehr als 1000 Jahre blieben Einzelheiten über die assyrische Hochkultur eine Seltenheit. Selbst ihre große Hauptstadt Ninive war der modernen Welt unbekannt. Erst 1852 wurden diese trostlosen Ruinen von dem britischen Archäologen Austin Henry Layard erforscht. Was Layard hier im nördlichen Irak fand, war nichts anderes als der königliche Palast von Ninive, eine unversehrte Schatzgrube der assyrischen Zivilisation. Wie ein Bergarbeiter grub Layard Tunnel in die Erde. Dabei entdeckte er mächtige, geflügelte Stiere und andere spektakuläre Kunstwerke, die den Blicken der Menschheit seit 1000 Jahren entzogen waren. Die Welt war von seiner Entdeckung begeistert. Ninive war ebenfalls eine biblische Stadt gewesen und damit gab es eine weitere Bestätigung der Bibel. Doch der bedeutendste Fund Layards war die große Bibliothek von Ninive. Eine erstaunliche Sammlung von 22.000 Tontafeln, in die assyrische Keilschriften eingeritzt waren. Die einzige wirklich direkte Kommunikation mit den Menschen der Antike ist das, was sie in ihren Schriften hinterlassen haben. Daher wissen wir, was sie gegessen haben, welche medizinischen Behandlungen sie hatten, wie ihr Familienleben war, welche Politik sie betrieben und wie sie Religion betrachteten. Die Details des assyrischen Alltags zeigen eine patriarchalische Gesellschaft, in der besonders Frauen wenig Ansehen genossen. Jede junge assyrische Frau ist vor ihrer Ehe einmal zum Tempel von Ishtar gegangen. Sie hat sich dann auf die Tempelstufen gesetzt und gewartet, bis irgendein Mann vorbeigekommen ist und ihr eine Münze auf den Saum ihres Kleides fallen ließ. Dann ist sie mit ihm hineingegangen und hat getan, was sie meinte, tun zu müssen. Und das war's. Doch eine verheiratete Frau hatte selbst in dieser despotischen Welt bestimmte Rechte. Eine Frau konnte in ihrem Ehevertrag vorschreiben, dass ihr Mann keine anderen Ehefrauen haben durfte. Sie konnte etwa festlegen, dass er so viele Prostituierte haben konnte, wie er wollte, aber keine anderen Ehefrauen. Während einfache Frauen nur einen beschränkten Status hatten, zeigen jüngste Entdeckungen, dass die assyrischen Königinnen große Privilegien genossen. 1989 wurde der Schatz von Nimrod im Norden Iraks gefunden. Experten nannten ihn die bedeutendste Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun. Als wir einige der Kammern reinigten, bemerkten wir Anzeichen für eine Wölbung unterhalb des Bodens. Wir nahmen alles heraus und versuchten, die Sachen zu sortieren. Dabei entdeckten wir, dass wir hier die Leichen von mindestens 2 Königinnen hatten. Die Skelette trugen noch immer Armreifen aus massivem Gold. Ein königlicher Schatz, vor mehr als 2000 Jahren ins Grab gelegt. Dieser bemerkenswerte Filmausschnitt, aufgenommen von irakischen Archäologen, dokumentiert die außergewöhnliche Entdeckung. Zum ersten Mal fand man das Grab einer assyrischen Königin in unversehrtem Zustand. An der königlichen Grabstätte haftete noch ein schützender Fluch. Sollte einer das Siegel brechen und mich aus meinem Grab entfernen, so möge sein Geist durstig umherwandern unter den gnadenlosen Strahlen der Sonne und mögen die mächtigen Götter der Unterwelt seiner Leiche und seinem Geist ewige Unruhe auferlegen.
Ungeachtet des Fluches brachten Archäologen mehr als 80 Kilo hervorragend verarbeitete Schmuckstücke, Kristallkelche und exquisite Schnitzereien ans Tageslicht. Die alten Assyrer waren meisterhafte Goldschmiede und Handwerker. Doch dieser Schatz ist weit kostbarer als sein Wert in Gold. Im Tode wurden die assyrischen Königinnen mit Reichtümern überhäuft. Zu ihren Lebzeiten waren es jedoch die Könige, die Geschichte geschmiedet haben. Die Könige mit einer Vorliebe für Imperien. Im Jahre 701 vor Christi Geburt zogen König Sanherib und seine Armee quer durch die Wüste Richtung Mittelmeer. Die Assyrer waren entschlossen, alles, was auf ihrem Weg lag, zu erobern. Die Städte Judas, einschließlich Jerusalem mit seinem rebellischen König Hiskia. Festung für Festung wurde von den Assyrern eingenommen. Die brutale Zerstörung der Stadt Lachisch wurde am genauesten dokumentiert, in historischen Aufzeichnungen und in der Bibel. Die Belagerung von Lachisch ist ein gutes Beispiel, wie die assyrische Armee über eine Stadt herfiel, sie umzingelte, belagerte, zerstörte und alle Bewohner als Sklaven abführte. Also alle, die nicht umgebracht wurden, und zwar Männer, Frauen und Kinder. Ihre Methode war sehr einfach. Es war ein brutaler Sturmlauf, eine schnell voranschreitende, systematische Eroberung. Und auf den Reliefs der assyrischen Paläste sieht man die Belagerungsmaschinen. Die Soldaten, wie sie mit den Schilden über den Kopf über die Erdwelle vorrücken, um sich vor den tödlichen Wurfgeschossen zu schützen. Aber die Gegner hatten keine Chance. Diese Typen waren Berufssoldaten. Es war eine Maschinerie. In der Hauptstadt Jerusalem wusste König Hiskia, dass ein assyrischer Angriff unausweichlich bevorstand. Er beeilte sich mit der Befestigung der Stadt und gab Befehl zum Bau eines unterirdischen Aquädukts. Ein verzweifelter Versuch, die Wasservorräte angesichts einer Belagerung zu schützen. Doch Hiskias Plan funktionierte. Die Bibel berichtet, da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab. Er kehrte nach Ninive zurück und blieb dort. Sanheribs Version dieses Konflikts fand sich auf einem tönernen Prisma und stimmt mit der biblischen Geschichte überein. Lediglich in der Sichtweise zeigen sich gravierende Unterschiede. Was Hiskia betrifft, den Juden, der sich meinem Joch nicht beugen wollte, 46 seiner befestigten Städte habe ich belagert und erobert. Die grausame Pracht meiner Herrschaft hat ihn überwältigt. Nun, Geschichten werden immer von verschiedenen Seiten erzählt, aber irgendwo stimmen sie überein. Wenn Sie und ich darüber erzählen würden, was heute passiert ist, würden wir unterschiedliche Geschichten erzählen. Hier haben wir die Erzählung über Sanheribs Invasion des Landes. Jede Seite erzählt prinzipiell vom gleichen historischen Ereignis, absolut ohne Widersprüche. Keine Widersprüche außer einem dem Resultat. Nach Sanherib wird Hiskia wie ein Vogel im Käfig Jerusalem eingeschlossen. Doch laut Bibel werden die assyrischen Armeen durch die Mauern Jerusalems zurückgehalten. Auch im Altertum wurden also bereits Geschichten gesponnen. Aber der Gott der Israeliten behält das letzte Wort. Denn bei der Stimme Jahwes wird Assur zerschlagen, sagt die Bibel, zerschlagen und ausgepeitscht mit der Rute. So steht es im Buch Jesaja. Die Bibel berichtet weiter, dass Gott tatsächlich den Thron der mächtigen assyrischen Könige in Ninive zerstört. Aber die ersten Berichte über die Vernichtung einer ganzen Zivilisation reichen noch weiter zurück. In der Bibel werden sie nicht mal erwähnt. Die Sumerer aber erzählten als erste von einer gewaltigen Sintflut. Eine der bekanntesten aller biblischen Erzählungen ist die Geschichte der Arche Noah. Ein zorniger Gott, ein Boot aus Holz, eine Sintflut. Es ist die Geschichte von Noah und seiner Familie, wie sie mit einem Paar von jeder Tierart auf die Arche flüchteten und die gottgewollte Flut überlebten, während der Rest der Menschheit vernichtet wurde. Die Beschreibung der großen Sintflut rührt an unsere tiefsten Ängste und Hoffnungen. Es ist eine alte biblische Geschichte, aber sie findet sich auch in einem anderen uralten Text, der in den Ruinen von Sumer entdeckt wurde.
zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde eine Reihe von mesopotamischen Tontafeln übersetzt. Sie offenbarten den frühesten bekannten Mythos einer Flutkatastrophe, die Geschichte des mythischen Königs Gilgamesch. Sein Bericht über eine große Flut datiert mindestens 2000 Jahre vor dem der Bibel. 7 Tage und 7 Nächte ergoss sich die Flut über das Land. Und das riesige Schiff wurde von den Stürmen hin und her geworfen. Als das Boot an einem Berg auf Grund gelaufen war, sandte er Vögel aus, was eine unheimliche Ähnlichkeit mit der Erzählung der biblischen Sintflut aufweist. Es ist eine wunderbare Geschichte. Vor mehr als 5000 Jahren wurde die Geschichte von der großen Flut hier zum ersten Mal erzählt, in Uruk, Eridu und Ur, den alten Städten der Sumerer. In Sumer findet sich so ziemlich alles, was als zivilisiert gilt, zum ersten Mal. Die Sumerer erfanden das Rad, die Verwaltung und den Gartenbau. Sumer war die erste Zivilisation der Erde. In einem Land ohne Stein fertigten die Sumerer Lehmziegel an, wie sie auch heute noch benutzt werden. Und aus diesen einfachen Bausteinen errichteten sie die ersten großen Monumente. Turmhoch aufragende Tempel, die Zikkurat genannt wurden. Die Sumerer erfanden die 60-sekündige Minute und sogar den problembeladenen Teenager. Wo bist du hingegangen? Nirgendwohin. Wenn du nirgendwo hingegangen bist, warum trödelst du hier herum? Geh zur Schule, mach deine Hausaufgaben. Und schreib deine Tafeln. Haben wir uns verstanden? Das Wissen über die verblüffenden Technologien und den Alltag der Sumerer verdanken wir ihrer eindrucksvollsten Erfindung der Schrift. Heute kennt man ihre alten Überlieferungen und ihre intimsten Geheimnisse, weil sie niedergeschrieben wurden. Und das hat keine Kultur zuvor je getan. It's a window. Es ist ein Fenster, aber ein Fenster mit vielen Scheiben. Durch einige können wir hindurchblicken und durch andere nicht. Uns fehlt viel mehr, als wir haben. Obwohl einiges spektakulär ist, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass es Bereiche im täglichen Leben gegeben hat, über die wir nichts wissen und vielleicht niemals etwas wissen werden, weil sich die Leute, die Tafeln schrieben, um diese Menschen nicht gekümmert haben. Vor 5000 Jahren hat jemand ihre Erzählungen in Lehm geritzt. Dadurch erhalten wir einen flüchtigen Blick auf die erste Zivilisation. Als Volk waren uns die Sumerer in mancher Beziehung ähnlich. Es interessierte sie, andere Leute zu treffen und ein Bier zu trinken. Und es gab verschiedene Gedichtssammlungen, die die Vorbereitung einer Frau für ihren Geliebten schildern, wie sie sich schmückt und anzieht, sich wäscht und auf die Ankunft ihres Liebhabers wartet. Das Zentrum der sumerischen Zivilisation war die untergegangene Stadt Ur, von der man einst annahm, sie sei der Geburtsort Abrahams, des ersten Patriarchen in der Bibel. Im archäologischen Sinne war es der Inbegriff einer biblischen Stadt. Es war eine der berühmtesten Ausgrabungsstätten unseres Jahrhunderts, die von dem bemerkenswerten britischen Archäologen Leonard Woolley geleitet wurde. Ein britischer Archäologe beschrieb die Archäologie einmal als Müllwissenschaft. Und das trifft zu. Aber zeigen Sie mir einen Archäologen, der die Steine und Gebeine, die Ziegel und die Töpfe lebendig werden lässt. Leonard Woolley war so einer. Er machte mit den Leuten einen Rundgang durch Chaldea, einem kleinen Viertel von Ur, wo die Häuserfundamente freiliegen. Und während sie da so durchliefen, erzählte er von dem Leben der Menschen in diesen Häusern, von den Öfen, den Simsen, den niedrigen Decken und den Möbeln. In Woolleys Händen erwachte Ur zum Leben. Woolley hat diese riesige Grube ausheben lassen. Er ist immer tiefer runtergegangen und es wurde immer enger. Und endlich kam er an eine tiefe, unfruchtbare Schwemmsandschicht. Er musterte sie und zerbrach sich den Kopf darüber. Und Woolley selbst erinnerte sich, wie seine Frau herüberkam und sich das ansah. Sie war in manchen Dingen sehr ungezwungen. Sie schaute also drauf und sagte, oh, natürlich, das ist die Sintflut gewesen. Da ging bei Woolley sofort ein Licht auf und er verkündete, dies sei der Beweis für die biblische Sintflut. Das setzte sich in den Köpfen der Öffentlichkeit fest. Und es zeigte auch Wirkung. Es brachte Geld. Ur war eine Ausgrabung, die hervorragend verkauft wurde. Die Spekulationen über die Sintflut sorgten für eine Sensation.
Selbst ohne einen handfesten Beweis schien es, als hätten sich Wissenschaft und Bibel in der kahlen Wüste des südlichen Iraks vereinigt. Am Ende sollte Woolley einen echten Schatz heben. Eine Entdeckung, die einen außerordentlichen Einblick in diese früheste Zivilisation geben sollte, die königlichen Grabstätten von Ur. Als Woolley im tiefen Schlamm grub, legte er 74 sorgfältig angeordnete Skelette frei, die alle zur selben Zeit ins Grab gelegt worden waren. Diese Bestattung gab schockierende Hinweise auf die letzte Reise eines Königs ins Jenseits. Und daraus entwickelte sich eine erstaunliche Geschichte über ein prädynastisches königliches Begräbnis. Seine Geschichte ging etwa folgendermaßen. Zuerst gruben sie dieses große Loch mit einer Rampe an der einen Seite. In dieser Grube errichteten sie ein Mausoleum, in das die königliche Person gelegt wurde. Dann zog der gesamte Hofstaat in die Grube ein. Jeder stellte sich mit einem kleinen Tontopf in den Händen auf seinen Platz und trank auf ein Zeichen hin Gift. Dann legten sie sich hin und starben. Auf diese Weise ging der König begleitet von seinem ganzen Gefolge ins Grab. Das ist zu einer der großen Entdeckungen, zu einem der großartigsten Grabberichte der Archäologie und der Frühgeschichte geworden. Die Entdeckung der Grabstätten von Ur war ein Triumph der Archäologie, denn sie offenbarte uralte Geheimnisse der ersten Zivilisation. Dort, wo die Spur für die Wissenschaft endet, liefert möglicherweise das Epos von Gilgamesch die letzten Hinweise. Hinweise, die uns zurückführen zu einem Garten, zu einem Ort, den manche das Paradies nennen. Der Garten Eden. Am Anfang schuf Gott die Welt. Das ist eine bekannte Geschichte. Man begegnet dieser Art Schöpfungsmythos in fast jeder Kultur auf Erden. Und man begegnet der Suche nach dem Paradies weltweit in allen möglichen Gesellschaften. Es ist ein unwiderstehliches Verlangen nach einer besseren Welt. Die Gärten von Eden, das Paradies, das Verlangen der Menschen nach einem weniger komplizierten Leben, einem behaglichen Leben oder einer Belohnung, nachdem sie so hart gearbeitet haben. Im alten sumerischen Epos von Gilgamesch lautet der Name für das Paradies Dilmun. Es ist ein Ort jenseits der üblichen menschlichen Behausungen. Auf diese Art und Weise passt er in den sumerischen Flutmythos. Dorthin geht derjenige, der die Flut überlebt hat. Und es gibt andere Mythen, die Dilmun als einen vollkommenen Ort präsentieren. Dilmun fungiert in den mesopotamischen Überlieferungen als eine Art Garten Eden, als das Paradies. Ein üppig grüner Ort mit reichlich Wasser und kühlen Winden. Es ist ein Ort voller Wunder, ein vollkommener Ort. Dennoch ist er auch das Heim einer Schlange. In dem alten Epos stiehlt die Schlange die Blume, die Unsterblichkeit schenkt. Und so muss Gilgamesch wie Adam den Garten verlassen und sterben. Die Vorstellung von einem Paradies scheint universell zu sein, doch worauf basiert sie? Gab es jemals wirklich so einen Ort? Die Hinweise deuten auf einen verzauberten und trotzdem realistischen Ort.
400 Meilen südlich der alten sumerischen Stadt Ur liegt Bahrain, ein zentraler Marktplatz auf den Handelswegen zwischen den ausgedörrten Wüsten und den Salzseen Mesopotamiens. Heutzutage ist Bahrain weniger paradiesisch. Doch vor langer Zeit war das anders. Damals verfügte die Insel über reichlich Wasser und war erfüllt von Leben. Hier lag einst Dilmun. Aber war es das Paradies? Im Vergleich mit der umliegenden Wüste musste es auf jeden Fall so scheinen. Es gab hier so viel Wasser, dass das, was jetzt eine Wüsteninsel ist, blühte und gedeihte. Es war ein Garten, der reiche Früchte trug. Und es gab hier Menschen, die offensichtlich ein gesegnetes Leben führten. Mehr als 85.000 Grabhügel übersäen diesen Landstrich, wahrscheinlich die meisten an einem einzigen Ort in der ganzen Antike. Die alten Gebeine verraten, dass diese Menschen größer und gesünder waren und sie lebten länger als alle anderen Bewohner in der Region. Und in den Grabhügeln wurde ein weiterer, erstaunlicher Hinweis entdeckt. Die Überreste von Schlangen, die vor mehr als 4000 Jahren auf rituelle Weise einbalsamiert wurden. Hier in Bahrain findet sich wieder die Schlange, genauso wie im Epos von Gilgamesch und in der Bibel. Diese Reise zurück in die Vergangenheit führte in die Gebiete, in denen die Babylonier, die Assyrer und die alten Sumerer auf Erden wandelten. Doch ist es möglich, sich noch weiter vorzuwagen? In das Land, das die Fußstapfen von Adam höchstpersönlich verborgen hält? An dieser Stelle müssen Glaube und Vernunft sich trennen. Fest steht, dass es einst eine grüne Insel in Mesopotamien gab. Ob es sich dabei um das Paradies gehandelt hat, muss jeder für sich selbst entscheiden.